er den Pakt. Sollen wir gleich mal das Quest hier angehen? Trinkschlauch? Nee. Der heißt Rhaegar Steinschlag, nicht Trinkschlauch. Was bringt euch auf diesen von allen Göttern verlassenen Misthaufen voller Dunkelelfen? Das Bier in diesem Land taugt nur für die Schweine. Zum Glück haben wir unser eigenes mitgebracht. Haben die Elfen euch um Hilfe gebeten, das Bündnis zurückzuschlagen? Was? Nach so wie alle mit ihnen. Wegen dem Absatz habe ich gedacht, der untere Text ist meine. Okay, wurde dir gebeten, im Kampf gegen die Soldaten des Bündnisses zu helfen? Bring mich nicht zum Lachen, wenn ich trinke. Die Milchtrinker sind im Westen an Land gegangen bei diesem großen gelben Baumding. Ich hoffe, die Dose bleibt stehen. Jetzt bekommen die Drehs Muffensausen. Oh, bitte rettet uns, große, starke Nord. Ein feiner Haufen, alle miteinander. Die denken doch, die Nord sind nur dazu da, Elfenärsche zu retten. Der ist sehr vulgär. Was, wenn die Soldaten Ebenherz angreifen? Nur her mit ihnen. Wir schleichen uns nicht wie Skeva aus einem Kampf. Werden wir angegriffen, kämpfen wir. Ich wette, ihr seid der Meinung, wir sollten für den Rest des Paktes kämpfen. In Ordnung. Beweist, dass er noch Rückgrat besitzt. Mal sehen, ob ihr drei meiner Männer besiegen könnt. Und tut es auf die nordische Art. Das werde ich. Was ist die nordische Art? Wir kämpfen im Suff. Wir haben ein Fass von feinem, starkem Met aus Riften hier. Gießt euch einen Krug ein und ran an den Speck. Sofern ihr euch nicht zu fein dafür seid. Ein Met aus Riften. Kann man denn aus Riften Met herstellen? Anscheinend Fässchen mit Schwarzdornmet. Benutzen. Becher mit Met. Abgeschlossen. Zapf das an. Becher mit Met benutzen. Warte mal, bei mir macht er das irgendwie nicht. Saufen. Heizt. Und dann kann ich jetzt hier irgendjemanden ansprechen und mit dem kämpfen. Wenn es der Wagen ist, Korte. Das wird lustig. Bist du einer? Stammroller. Ich habe mal versucht, einen im Gastaus zu heben. Hier ist so eine Wagen-Eskorte, hab ich jetzt genommen. Eigenen Met. Ich mag dieses Zeug von hier nicht. Es ist aus Schimmel oder so gemacht. Lust auf eine Keilerei? Ihr seht so ausgemergelt aus wie ein nasser Kaschid. Und ihr riecht doppelt so schlimm. Ihr seid gerissen, das wohl. Mal sehen, wie gut ihr einen Schlag einstecken könnt. Greift an! Hä? Das Fleisch ist gemacht, jetzt bin ich rot geworden. Ein guter Mann, mir auf, ich gebe auf. Da musst du doch rot werden. Ach so, besiegt eine Stammrolle. Achso, und jetzt ein Holzverarbeiter. Hä? Wie hieß denn das Quest? Das ist bei mir gar nicht aktiv. Ein wenig Sport. Ach, hier jetzt. Das wird lustig. So, wen haben wir hier? Besiegt eine Wagen-Eskorte und besiegt einen Holzverarbeiter, aber die Wagen-Eskorte wollte gerade nicht mit mir kämpfen. Okay, nehme ich einen Holzverarbeiter. Einen schönen Tag wünsche ich. Was wollt ihr trinken? Könnt ihr denn noch mit Äxten umgehen oder verlieren nur Bäume gegen euch? Das ist ein harter Spruch. Sucht ihr etwa nach einer Herausforderung? Seid nicht schüchtern. Kann ich jetzt einfach angreifen? Ja. Nun, ihr seid zäher, als ihr aussieht. Die Wagen-Squad hat er bei mir genommen. Nee, bei mir nicht. Der wollte nicht gegen mich kämpfen. So. Bei mir steht das mitsprecht mit Rhaegar Steinschlag. Ihr seid ein guter Trinkkumpan, mein Freund. Kommt doch mal wieder vorbei und verbringt etwas. Ich muss noch einen saufen. Sie säuft nochmal einen. Der war so gut, ich brauche noch einen. Die Wagen-Eskorte will nicht mit mir. Hier gibt's da vorne auch noch eine Wagen-Eskorte. Euch hat ich jetzt einfach den Kopf ab. Mach mal mit. Kopfpfeile. Ah, okay. Halt! Ich brauche mehr Met. Genau. Erledigt, ne? Nun, ihr seid gar nicht so übel. Das muss ich zugeben. Werdet ihr kämpfen, um den Rest der Stadt zu verteidigen?
Ich habe gesagt, ich mache es. Und mein Wort breche ich nie. Wollen wir hoffen, dass der Rest des Paktes kämpft wie ihr? Und nicht wie dieser milchtrinkende Urano? Nicht wie wer? Ravil Urano, dieser Dunkelelf, der vor euch hier war. Er wollte immer wieder unser Holz kaufen, damit wir die Stadt verlassen. Ich habe das wegen eines einzuhaltenden Vertrags ausgeschlagen. Da hat er mir dann sogar das Doppelte geboten. Niemand zahlt so viel für Holz. Nicht mal für gute Fichte aus Rift. Was für ein Skeva. Warum wollte er denn, dass ihr geht? Keine Ahnung. Habe ich nicht gefragt. Seine Geschichte stank wie Fisch von letzter Woche. Bei der ganzen Verhandlung hat er ständig nach einer Lücke gesucht, durch die er sich zwängen kann. Die Jungs haben ihn dann mit ein paar leichten Schlägen auf den Hinterkopf verjagt. Seitdem ist er nicht wiedergekommen. Das klingt in der Tat verdächtig. Ich bin immer noch besoffen. Es liegt an Dingen wie diesen, dass wir im Elfenland unter uns bleiben. Und am schlechten Essen. Ihr habt jedenfalls recht. Sagt diesem schicken Otral, dass wir kämpfen werden. Schaut doch irgendwann mal wieder vorbei und trinkt mit uns. Ja, gern doch. Ich bin immer noch besoffen. Das ist nichts Neues. Meine Dose wackelt. Die ist eingeteilt. Bist du eingeteilt? Was hast du gemacht? Die Kleine hat heute beim Ausräumen geholfen und sie fallen lassen. Okay. Und da war sie eingeteilt. Hinten steht noch ein Quest. Auf zum Quest. Wer oder was bist du? Akolytin Matrana. Mögen die drei euch bewahren. Seid ihr gewillt, Ketzerei zu riskieren, um die Seele von Ebenherz zu retten? Ketzerei? Wovon sprecht ihr? Der Jünger unseres Tempels des Tribunals hat seinen Glauben verloren. Er sagt, die drei würden nicht mehr zu ihm sprechen. Er hat mich entsandt, um für ihn meinst den du die Kleine oder Stadt, die Almalexia, Vivek und Sutasil geweiht sind, zu beten. Aber der widerwärtige Gestank und zornige Alit haben mich vertrieben. Ich hab da jetzt nicht zugehört. Was für ein Gestank und warum sind die Bestien zu erzürnt? Ich weiß es nicht. Der Gestank hat die Bestien vielleicht verrückt gemacht. Vielleicht könntet ihr, wenn ihr wollt, würdet ihr diese Blumen an jedem der Schreine verbrennen? Falls die drei antworten, dann lasst es Jünger Sildras wissen. Vielleicht gibt ihm das seinen Glauben zurück. So wieder Konzentration. Sie hat es wirklich ganz toll gemacht. Sie hat die Dosen genommen und dann in den Kühlschrank gestellt und alles andere auf den Tisch. Sie kommt kaum auf den Tisch, aber sie hat die Sachen ganz toll da hochgestellt. Ja, sie versucht irgendwie zu helfen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde dafür beten, dass eure Stimme an den Schreinen erhört wird. Beten für Gebete. Vielleicht weiß Vivek zu schätzen, wie stimmig das ist. Okay, die Nacht der Seele. Erhaltet Almalexias Segen, erhaltet Sotasils Segen, erhaltet Vivek's Segen. Segen, Segen, Segen. Nichts außer Segen. Eins, zwei und der dritte ist wahrscheinlich hier oben. Drei, genau. Machen wir die Segensachen? Ja, lass uns Segen gehen. Okay, gehen wir zu Vivek. Zu wem? Wohin? Vivek. Vivek. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Ich komme von der Seite. Komme nicht von der Seite. Doch. Ich hätte ja keine andere Wache. Wahl. Die kann man angreifen. Das weg lustig. Hier, weg hier. Sie will eine Wache angreifen. Nein, das will ich nicht. Ich habe nur gesagt, man könnte das. Oh, da ist Alchemiezeug. Nierwurz. Wo ist Vivek? Hier liegt Diebesgut. Vivek ist irgendwo hier unten. Nee, was ist denn das hier? Auf dem Falle Eingeweide. Okay, und wir gehen einfach mit den Händen mal ran. Achso, wir wollen es verbrennen. Deswegen haben wir den Segen. Ja, wir haben nicht zugehört. Wir waren gerade mit platzenden Dosen beschäftigt. Ach, hier oben muss man hin. Okay, jetzt sind wir. Wir haben es verbrannt und jetzt müssen wir hier. Genau. Bin zu fett, um drüber zu kommen jetzt hier. Schreien von Vivek beten. Um. Oh. Hallo Vivek. Oh ne, Dino von Vivek. Ich komme im Auftrag meines Herrn. Oder vielleicht war ich auch schon immer hier und euch fehlte nur die Fähigkeit, mich zu sehen. Jünger Sildras wundert sich, weshalb das Tribunal schweigt. Taten sind überzeugender als Worte.
Ein erfahrener Poet sorgt dafür, dass andere zur rechten Zeit am rechten Ort sind, um so die eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. Doch die Frage, die Seldras gestellt hat, ist nicht die Frage in seinem Herzen. Wie lautet die Frage in seinem Herzen? Ein Mann der vergifteten Worte säte Zweifel in Seldras Herz. Er sagte, der Poet sei dem unterlegen, was er einst war. Sagt dem Jünger, dass Vivex Worte, sein Verstand und seine Kriegsführung so scharf sind wie eh und je. Was ist Vivex auch jenseits dessen? Wer ist Vivex? Vivex ist ein Kriegerpoet. Die ruchlose und doch edle Seele seines Volkes. Er führt und beschützt alle. Sein Auge und seine Zunge sind scharf. Weit reicht sein Einfluss. Noch weiter sein Speer. Wie kann jemandem aus Morrowind eine solche Frage über die Lippen kommen? Ihr scheint überrascht, dass ich frage. Woran hast du das jetzt gemerkt? Die Lehren von Vivex liegen neben jedem Bett. Vivecs Psalme werden von den Lippen jeder Jungfrau geseufzt. Die Weisheit des Poeten macht sein Volk so unnachgiebig, fähig und beständig wie ihn selbst. Jeder kennt Vivex, denn so hat er es bestimmt. Ich lese nur Steuerbücher. Okay. Ich glaube, das haben wir geschafft. Denke ich an diesen Geist fest. Hier vorne ist kleinen Schrein. Den können wir ja gleich mal noch mitnehmen, wenn wir immer hier sind, ne? Ja, aber den trägst du. Ach, wie lustig. Oh, hier ist ein dann violette Tint-Ding. Wolltest du irgendwas mit Tint sagen? Nee. Ich war noch bei Blau. Bläulich, keine Ahnung, wo ich war. Da ist er. Und selbst wenn, was ist denn. Was spricht denn dagegen? Nichts. Es gibt eine Schriftart, die so anfängt. Felix Zittling. Siehst du? Vielleicht habe ich an den gedacht. Hier drüben ist auch gleich noch einer. Oh. In dem bin ich zwar nicht in die Richtung gegangen, aber. Das war der Rest. Hier ist ein Buch irgendwo. So. Hier. Galerion der Mystiker. Ist hier noch so drinnen, nicht weiter. Okay. Deswegen bin ich nämlich in die Richtung, weil ich gesehen habe, dass hier ein Buch kommt. Hallo, Netku. Und hier hinten ist dann noch ein Schrein, dann genau. Können wir. Und auch das Werkstattding klein, ne? Genau, das ist hier hinten. Stimmt, hier waren wir auch sehr oft mal angeln, glaube ich. Steinfälle ist ein schönes Gebiet, das gefällt mir. So, aktiviert. Mit der will ich nicht reden. Ich will den Hohenstein haben. Müssen wir irgendwie zu dem Schrein, ach, das da oben. Da oben ist der Schrein. Als müssen wir den Berg wieder erklimmen. Mir krabbelt meine Nase. Da kriege ich eine drauf oder erfahr was Neues? Hier oben gibt's einen Schrein, das wusstest du noch nicht. Oh, toll. Jetzt krabbelt die andere Seite. Bist du auch da? Hier bin ich. Ach, da bist du. Nasierung. Dann machen wir jetzt weiter und gehen jetzt hier zu dem hier, zu Alma Lexias Segen. Ja, okay. Das ist genau diese Richtung. Diese Richtung ist das. Diese Richtung, da ist noch ein Verlies. Ah, nee, ja. Was ist die Fackel? Ein Gewölbe. Ein Gewölbe. Das sollte sich als nützlich erweisen. Wenn man in die Richtung gehen, kommen wir auch wieder an einem Buch vorbei. Jetzt müsste hier in der Nähe irgendwo ein Buch sein. Könnte hier oben liegen. Oben drauf, falls wir da hochkommen. Oh. Eine Spinne. Was macht denn die Spinne hier? Einfach angreifen? Kommen wir überhaupt hier irgendwo hoch? Wahrscheinlich ein Weg, ne? Hui, Spinne, noch eine. Die sind so klein. Na gut, die sind eigentlich groß, aber die sieht man trotzdem kaum. Die passen durch kein Staubsaugerrohr. Oh, wo soll man hier? Ein Schattenseide-Hexer. Da vorne ist gleich noch eine Fackel. Ist ganz schön was los, ne? Mephalas Nest entdeckt. Ah, das war bestimmt mit einer großen Spinne oder sowas. Ja. Hier ist eine Spinne.
Eine große schwarze Witwe. Ja, das ist nicht mehr. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Das ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.